Österreich. Wir starten hinein in das Spiel Renegades gegen OG. Und wenn ihr gerne noch mehr von dem guten Kigas sehen wollt, Ausrufezeichen Caster, freuen wir uns natürlich über jeden Follow auf Twitter und auch Ausrufezeichen Feedback, um da nochmal ein bisschen Feedback geben zu können. Wir blicken auf die Quoten. Die Quoten sind wie folgt: 3,45 für Renegades, 1,3 für OG. Ich finde, das ist sogar noch schmeichelhaft, ehrlich gesagt. Und jetzt gucken wir auf den Malta. Malta kann ja den Headshot nicht setzen, wird sofort von Isa durch die Smoke da erschossen, durch die Halbsmoke. Aber Syko mit einem schönen Brett hat hier aber eine 1 gegen 3 Situation, das wird sehr, sehr schwierig für ihn. Ich glaube nicht, dass er hier noch was machen kann, aber Herz lebt ja auch noch auf einem HP, sehe ich gerade. Den habe ich fast übersehen. Ja, den habe ich auch schon übersehen. 99 Damage bei ihm, weil der vor allen Dingen das perfekte Timing, 100 HP, wirft jetzt auch nochmal die Molotov auf die Bombe und damit ist es fast unmöglich. Hätte sogar mit seinen 99 Damage immer noch einen Frag rausholen können, aber eigentlich darf man diese Runde hier nicht mehr abgeben. Kein Kit, das wird super schwierig hier. Alex Bio mit der perfekten Position. Zieht immer nochmal mit dem Brett, aber versuchen jetzt hier noch irgendwie Gavilar zu saven, das klappt glaube ich nicht. Ja, Hatch stirbt und Syko überlebt tatsächlich. Ey, was sie da noch an Frags machen. Also das war jetzt wirklich wild. Ja. Am Ende doch noch Survival-Könige hier bei den Renegades. OG trotzdem mit dem ersten Zähler. Und das ist immer bitter. Wenn du die Terrorpistel nicht abwenden kannst, gerade auf so einer Karte wie den Nuke, ist das immer extrem schmerzhaft. Und da muss man Renegades schon mal die ersten Frustrationstränchen rausdrücken. Aber sie lächeln noch, also sind hier noch nicht komplett mental down. Schauen wir mal, ob sie jetzt hier komplett reinforcen. Ja, es sieht mir danach aus, also auch hier wollen sie wieder das 1:1 machen. Und schnell geht's jetzt hier in den Vent, denke ich mal, weil der gibt ja Vollgas mit seiner Mac-10. Ich finde es auch interessant, Syko behält sich auch diese 950 Dollar übrig. Das machen mittlerweile eigentlich fast alle AWP-Spieler, dass sie dann in dieser zweiten Runde trotzdem auf Scout spielen, aber den Rest dann nicht ausgeben. Damit natürlich die Möglichkeit, dann gleich früh auf AWP zu gehen. Die HE-Granate, die hat geschmettert. Ja, macht dann doch weniger Schaden, als man vielleicht zuerst gedacht hat. Und Walde, der macht hier den First Frag auf in der zweiten Runde. Nachteilssituation für die CTs. Und die haben sowieso schon die schlechteren Waffen. Also, es macht es nicht leichter. Naja, es macht es wirklich nicht leichter. So, blicken wir mal drauf. Jetzt hat man natürlich die Steps auch laut gehört. Raum erschlossen. Renegades werden versuchen, hier ihre vier Waffen noch durchzubringen. Viermal Deagle, einmal Scout. Und man muss es einfach sagen, das wollte ich eben auch schon mal anreißen, wie bei Schach, fehlt ja eine Figur auf dem Feld. Beide Teams sind gleich auf und gleich stark. Ist es schwieriger, das Ganze noch nach Hause zu bringen? Kannst du nochmal mit fünf Mann starten? Ist es doch wieder eine bessere Ausgangslage und das bringt da nichts, hier bei verlorenem Raum und verlorenem Spot nochmal auf den Retake zu gehen. Ah, definitiv. Wäre es dann die Dame im Team von OG, deiner Meinung nach? Ich glaube, heute müssen wir von Issa sprechen, ne? Wobei die Dame meines Erachtens ja immer so ein bisschen die AWP ist. Die AWP ist ja eigentlich so, sag ich mal, Saibu, Device, Simple, das sind alles so die Damen auf dem Feld. Ja. Schönes Bild. Kann ich gut nachvollziehen. Und auch der Issa-Call, den kann ich gut nachvollziehen. Ja, jetzt fast eine Full-Eco bei den Renegades, wollen also dann nächste Runde voll rein shoppen. Bei OG behält man hier die Galils und drei Galils, zwei MAC-10s. Mal gucken, wie sie die jetzt einsetzen werden. Ja, und vor allen Dingen werden wir sehen, wie sie Manto einsetzen können. Der hat ja wirklich Big unglaublich geschadet am gestrigen Tag. Aber alles der mit den ersten zwei Breaks. Ja, und dann springt er mal kurz in die Luft und Manto kann das hier wieder ausgleichen. Aber Hetz oben drauf, macht hier einen Kill. Malta hilft ihm da noch aus. Somit liegt es jetzt hier nur noch an Nico. Oh mein Gott, ist das schon die erste Runde für die Renegades? Es sieht fast danach aus. Aber die haben die Rechnung nicht mit Nico gemacht. Erster Frag hier von ihm. Und Hetz macht dann die Runde klar und gönnt sich noch eine Galil. Ich bin hier schon ein bisschen tilt, muss ich gerade sagen. Das hätten sie gestern, hätten sie wirklich mal endlich nicht gestern, vorgestern bei Big machen können. Aber nein. Da haben sie wirklich perfektes Counter-Strike gespielt. Man hat jetzt natürlich sofort mal das Rennen von OG so ein bisschen unterbunden. Das sind eigentlich die Runden, wo du unglaublich gerne eine Flawless-Round rausholen möchtest, damit du genug Geld hast, aber so jetzt runtergekauft. Ja, Walde hatte da Vollgas gegeben Richtung Main bzw. Onspot, aber irgendwie war sein Team nicht schnell genug hinterher. Boah, jetzt hier schon wieder der First Track von Walde, der hier wirklich gerne an dieser Squeaky Door spielt anscheinend. Kriegt ja auch nochmal gut Schaden von Granaten, Walde jetzt auf 52 HP. Außen. Das Duell gewinnt Syko gegen Alexi B, somit 4 gegen 4. Ja, und ich finde, ganz ehrlich, OG spielt sehr, sehr offensiv. Also sie spielen sehr, sehr fishy, sagen, okay, wir sind besser im Aiming, wir können hier die Jungs von Renegades locker wegmachen und spielen da komplett auf Individualskill. Ob sich das nicht rächen würde am Ende, das zeigt sich in den nächsten Minuten.
Ja, aber Issa und Walde unterstreichen hier nochmal deine These und succeeden damit auch. Also machen da die beiden Frags, somit ist der A-Side offen für die Terroristen, für OG und Malta mit der M4 und Zico an der AWP. Das wird sehr, sehr schwierig zu retaken und wir sehen es hier, ziehen sich auch relativ defensiv zurück. Ich glaube, die wollen die Waffen durchbringen. Gehe ich auch von aus. Von daher, Malta vielleicht nochmal ein bisschen Kuckuck machen, nein. Ah, mal gucken. Ein bisschen Schaden vielleicht noch anrichten. Reinluxen, das ist eine gute Idee. Ja, morgen übrigens Lux und Kigas für euch am Mikrofon. Das erste und das zweite Match waren das, glaube ich, ne? Die ihr beide zusammen kommentiert. Genau, das erste Match um 12 Uhr, da spielt auch OG, da allerdings gegen Heroic dann. Und um 15.30 Uhr spielt dann Big gegen Complexity, wenn mich nicht alles täuscht. Da bin ich mit dem guten Lux am Casten, also schaut da gerne vorbei. Um 12 Uhr dann morgen geht's morgen los. Also ich hoffe, da können wir auch den einen oder anderen im Chat wieder begrüßen. Jetzt geht's aber hier weiter auf Nuke und OG führt bereits 3:1. Und hier sehen wir nochmal die Stats von Walde. 2 Kills eben gemacht, 188 Damage. Lübt bei ihm. Da lübt der Lachs. So, und Bax schreibt auch einmal ein Herz an den freiwilligen Co-Caster, der sehr, sehr gut castet. Und wenn ich mich recht erinnere, selbst auch die 99 Liga spielt oder gespielt und dadurch eine besondere Verbindung hat. Also, neuer Caster gefällt mir bisher mehr als gut. Ja, gerne könnt ihr ihn unterstützen. Ausrufezeichen Caster, schaut bei ihm auf Twitter vorbei. Oder Ausrufezeichen Feedback, da könnt ihr das gerne auch in den Foren-Thread reinschreiben. Ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung damals sagen, man freut sich über jeden positiven sowie konstruktiven Kommentar. Issa auf 43 HP runter, der ist trotzdem auch runtergekommen. Und jetzt muss man das Spiel auseinanderziehen. Ja, so sieht's aus. Immer noch eine 5 gegen 5 Situation, aber die Terroristen sind schon relativ weit im Secret. Und Alexi, wie hat er eigentlich das perfekte Crosshair-Placement, aber irgendwie kann er den Headshot gegen ihn das nicht setzen. Und jetzt sieht's hier gut aus für die CDs. Der Spraydown geht nicht ganz durch, sodass Manto knapp überlebt. Und Alistair hat jetzt hier ein Frühstück vor sich, währenddessen auch INS noch den Kill gegen Nico gemacht. Somit, ja, die Runde hier wohl entschieden. Nur noch Manto mit 4 HP übrig. Der versucht hier vielleicht noch ein, zwei Frags zu machen. Versucht es nochmal teurer zu machen, aber das wird dann doch schwierig mit so wenig Hitpoints am Start. Nee, keine Frage. Da sind die Healthpoints wirklich zu gering ausgelegt. 4 Spieler da nochmal zu bezwingen wird schwer. Aber ich muss auch sagen, OG spielt es etwas sloppy. Also die gehen wirklich sehr auf Gesichter. Die gehen sehr einfach rum. Durch Smokes wird da gepusht. Man öffnet die Türe, geht aktiv permanent auf Frag. Und ich glaube, man ist hier vielleicht zu früh sich seiner Favoritenrolle schon sicher. Und das könnte einem um die Ohren fliegen. Das kann durchaus sein. Ich hatte ja auch dieses Chaos angesprochen, was ich mir vorstellen könnte, was Renegades auf den Server bringen will. Aber wie es aussieht oder zurzeit bringt eher OG dieses Chaos mit ihrer absoluten Geschwindigkeit hier an den Start. Und du hast es gesagt, vielleicht führen sie sich hier zu krass als Favorit. Und das könnte durchaus nach hinten losgehen. Schauen wir mal, Manchu ist jetzt hier zumindest bekannt. Somit hat das natürlich nochmal schwieriger. Aber macht da fast noch INS weg. Letztendlich dann kein Problem. Somit zweite Runde für Renegades, die sich jetzt hier auch ein bisschen Geld aufbauen konnten. Ja, genau das. Schön, dass du es ansprichst, denn man überlebt mit 4 Mann diese Runde gegen ein full-equippedes OG. Und ich sag mal, gewinnst du das nur mit 2 Verbleibenden, ist es immer ein großer Unterschied. Hier aber hat man wegweisend und vor allen Dingen auch zukunftsorientiert schon mal ein Statement setzen können. Es gibt eine technische Pause, OG gegen Renegades. Wie lange die dauert, warum, das können wir euch leider nicht sagen. Und ich habe gerade im Chat gelesen, heute 19 Uhr Big gegen OG. Nein, heute sehen wir Big gegen Complexity. OG hat gegen Big schon gespielt vor 2 Tagen, unter anderem auf Nuke. Dort musste man sich 16-14 auf Nuke gegen OG geschlagen geben. So, und gleich im Anschluss haben wir übrigens noch ein weiteres Match. Leider muss mich dann der Kigas verlassen. Nö. Unverschämtheit. Heroic gegen ja. FunPlus Phoenix werden wir im Anschluss sehen und heute Abend dann, wie schon angesprochen, Big gegen Complexity. Da wird Masterplay ans Mikrofon greifen. Ja, ich muss dann leider weg. Ich muss zur Arbeit. Nichtsdestotrotz Arbeit, können wir mal kurz über was ist das denn? über die ökonomische Situation auf Nuke sprechen und ich finde, das ist ähnlich wie auf Dust 2. Auf der City-Seite willst du einfach wirklich eine gute ökonomische Situation für dich schaffen, weil wenn du hier eine Runde verlierst und dann nicht genug Waffenpower bzw. nicht genug Equipment hast, dann ist das meiner Meinung nach zumindest auf Nuke und Dust 2 auf der City-Seite wirklich super schwer. Deswegen ja, du hast es gesagt, schön, dass sich Renegades mit letzte Runde mit 4 Spielern
durchsetzen konnte und die Runde holen konnte. Mal gucken, ob sie jetzt hier auch noch die Folgerunde kriegen. Ja, OG konnte noch mehr kaufen, als ich irgendwie erwartet hatte und in meinem Kopf so ausgerechnet habe. Aber wir sehen es, zweimal AK, zweimal Tech9, eine Galli. Man hat schon mit weniger Runden geholt, ist so eine typische Floskel, die ich gerne sage. Und gerade auch auf Nuke, mit diesen nahen Distanzen Richtung Pommesbude, kann man mit der Tech9 immer sehr stark in die Halle reinkommen. Ja, schön, dass du den Pommesbude noch verwendest. Das ist ja auch noch aus 1.6-Zeiten, wenn mich nicht alles täuscht. Sehr, sehr cool. Ich weiß auf jeden Fall ganz genau, was du da meinst. Und Zico, da müsst ihr jetzt hier eigentlich mal einen Frag machen Richtung aus. Das schießt hier aber auch gar nicht durch die Smoke, verwundert mich etwas. Aber wir haben hier schon Alistar in der Secret-Position, der auch dort die Terroristen vom Pushen aufhält. Aber Alexi, wieder kommt hier von hinten rein. Ja, und das hat Alistar sogar auf dem Schirm, dass er da von beiden Seiten angegangen wird, aber macht zu wenig. Alexi B hat den Raum natürlich erschlossen, trotzdem schon ein weiterer Spieler unten. Ich denke, Zico wollte außen mit der AWP nicht durch die Smoke schießen, um seine Position nicht zu deklarieren. Aber wir gehen jetzt erstmal auf Malta, denn der wird eine entscheidende Rolle spielen hier in dieser Situation. Ja, und du hast eben schon gesagt, Alistar, der macht da zu wenig, aber Malta, der hat hier einen Free Kill und auch echt eine super Position von Jan gesprochen, aber Alexi B mit seinem zweiten und macht da auch noch Malta weg und damit entscheidet Alexi B hier fast die Runde im Alleingang. Isa klatscht dann auch noch einfach Hatz weg, somit liegt es hier an INS. Alle die angeschlagenen Terroristen, ich glaube, sie haben zusammen ja gerade so 100 AP, aber INS wird das hier, denke ich, nicht klatschen können. Zieht sich auch hier schon langsam wieder Richtung Underladder zurück. Dramatisch, dramatisch, was da wirklich sitzt. Was hat man denn? 50, 83 und 8 und 118. 118 HP haben sie. Wahnsinn, ne? Da musst du in sich nur einmal im Kreis drehen, immer wieder einen schönen Shot treffen. Da wäre das Ding vom Tisch. Also, Renegades, das tut weh. Diese Runde hier gegen die Tech9 etc. zu verlieren, dann ist auch der Money-Bonus, den man aufgebaut hat, sofort wieder verspielt. Ganz genau so sieht's aus. Also haben wir ja, Malta 3000, Hatz 2800. Also ich weiß nicht, ob man jetzt kaufen wird oder nicht. Ich gehe mal davon aus, man will hier einfach weitere Runden generieren, aber wir werden es ja gleich sehen. Die City sind sich anscheinend auch noch nicht einig. Ja, ich würde timeouten, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, sie werden da ihren Plan haben. Mein Call wäre aber wirklich Timeout, sich da nochmal ein bisschen die Zeit nehmen, zu versuchen. Boah, das ist, also das war wirklich schwach von Malta in dem Augenblick, dass er gegen Alexi B den Track nicht macht. Ja. Hätte das Duell da definitiv nicht verlieren dürfen und doch Alistar muss da im Secret eigentlich einen machen, dann sieht es schon wieder ganz anders aus, aber ja. Sie sparen. Nicht so schön heißt. Ja, sie sparen tatsächlich, interessant, INS aber mit der AK und hier der Entry von Mantu gegen besagten Spieler. Ja, nimmt damit natürlich auch diese AK raus, diese wichtige, wichtige Waffe, gerade auf der City-Side ist eine AK-47 unglaublich stark, M4, ja, man braucht immer so anderthalb Schuss ins Köpfchen, damit der Spieler down ist. Auf der AK kannst du mit einem Klick sofort einen Spieler rausnehmen und gerade auf verteidigender Haltung, wenn du gerne übermannt und überrannt wirst, dann kann das gut funktionieren. Und Mantu findet ja den zweiten Entry-Kill gegen die Secret-Position mit der AWP, auch interessant von ihm. Der Alexi B, ey, der steppt hier wirklich über die Map, der ist überall, wir haben es ja vorhin gesehen. Letzte Runde hat er da das entschieden. Ich glaube, das war über die Vents, wo er gekommen ist. Also sehr, sehr starkes Movement hier von ihm. Aber auch Hatz ist in Ninja-Form hier unterwegs. Was ist das jetzt gerade? Hat er letztendlich doch von Isa weggefischt und stark Headshot. Once again hier von Isa. Also ja, sehr, sehr schwierig jetzt für die Renegades. Überhaupt noch irgendwas. Das sind so Momente, wo du dich gerne unter die Brennstäbe vergraben würdest. Hast so ein super geiles Timing, gehst da wirklich auf James Bond-Niveau nach vorne und dann wird er einfach nur von der Seite weg gefegt. Und jetzt werden Zico und Alistar, auf Runde gehst du da nicht mehr, aber eine Waffe oder zwei, das wäre schon kostbar. Ja, dem ist nicht so. Mantu finisht das Ganze hier mit seinem dritten Kill in der Runde. Zwei Entries und den letzten gönnt er sich dann auch noch unter seinen Gürtel. Somit, ja, wir sehen es hier auch nochmal, 3 Kills, 300 Damage. Mit der AWP macht man ja bekanntlich 100 Schaden, sollte man nicht zufällig aufs Knie zielen. Ja, und jetzt führt hier OG auf der Terrorseite schon 5-2. So schnell geht's, so schnell geht's. Und ganz ehrlich, wenn Renegades hier halt wirklich mitspielen möchte, wenn sie auf dieses Match gehen wollen, dann brauchst du eine viel, viel bessere Ausgangslage. Da musst du wirklich das Zepter in der Hand haben und Alexi B schon wieder mit Pace. Er gibt hier wirklich voll Gas, aber INS hat da Glück, erwischt ihn da Gold, wenn mich nicht alles täuscht. Alistar ist auch
draußen, aber zieht sich hier nochmal zurück. Also völlig verrückte Runde jetzt hier und Isa verbrennt da irgendwo. Was geht denn hier ab? 4-4 und Venom, übernimm du mal das Gas, weil für mich ist das hier gerade zu schnell. Ich war gerade überrascht, dass Mantu auf einmal unten ist. Ich war wirklich überrascht in dem Augenblick. 100.000 Sachen passiert, Alexi B. da durchgepaced wie der letzte Irre und dann steht auf einmal Mantu im unteren Bereich. Alistair, perfektes Timing, hat den Spieler gesehen und kann er natürlich gratis abfrühstücken und er macht es relativ schnell. Hat natürlich die Angst, dass Nico sich da nochmal umschaut. Mich auch gewundert, dass er Nico da so schnell tötet. Hat sogar die Bombe gefunden und Mantu, ich weiß gar nicht, ob er hier bekannt ist. Ich denke mal schon, hat er, denke ich, gescoped. Man weiß es nicht genau. Verrückte Runde jetzt hier. Zwei Terrors noch am Leben. Walde hier, wir sehen es oben vor den Vents noch am Start. Und Mantu, der ist hier desperate. Der versucht irgendwo noch einen Kill mit seiner AWP zu finden. Aber es sieht gerade nicht danach aus. Naja, lassen ihn so ein bisschen verhungern. Der Däne wird jetzt nochmal nachziehen und der muss natürlich initiieren. Wird aber jetzt hier aufs Duell gehen und ins bestraft ist gnadenlos. Mantu weiß jetzt, wo sich ein Spieler befindet. Den auszugleichen gilt es jetzt als Aufgabe Nummer 1. Aber er ist natürlich nicht dumm. Rechnet mit einem, ja, mit einer Reaggression in der Nähe und geht genau auf diesen zweiten. Er macht das perfekt, will damit seine AWP eher nicht so gern im Vents fighten und kaum spreche ich es aus, yeah! Gönnt er sich den No-Scope im Vents. Oh mein Gott, macht ein 1 gegen 1 draus. Und Herz, der schwitzt jetzt hier definitiv. Bombe geht auch nochmal in die Hände von Mantu, hat aber nur noch 13 Sekunden Zeit, geht aber trotzdem nochmal auf den Asplot, wenn mich hier nicht alles Er zeigt. Muss aber oh hinter Silos, Gott. Er muss hinter die Silos und das schafft er nicht. Und damit ist Herz hier eigentlich im Vorteil. Und er fängt's nur an, was machst du denn jetzt, ey? Hetz mit dem schlechten oder falschen Timing und Mantu, der läuft hier einfach, als hätte er irgendwie eine Pistole in der Hand, hat aber die ganze Zeit die AWP gescoped am Start. Somit, ja, Hetz komplett keine Ahnung, wo Mantu sich befindet. Oh Mann, ist das bitter jetzt hier für Renegades, aber er zieht einfach durch. Mantu, was machst du? Er chillt sein Leben. Er chillt einfach sein Leben. Oh mein Gott. Das Venom, ist, also kannst du die Runde in 2 Sekunden für mich zusammenfassen? Blärt war die Runde auf jeden Fall, aber nein, Hetz, also ich war erst geschockt, wie schlecht Hetz das gespielt hat, vor allem, dass er nicht auf den Bombenplant geht, dass er sich dann vor allen Dingen von der Pommes runterdroppen lässt und die Informationen zeigt, aber er hat es am Ende wirklich extra so sloppy gespielt, sich laut dargestellt und dann auf den Diffuse gegangen, weil die erste Reaktion, die du hast, man versucht natürlich den Spieler herauszuziehen und Mantu dachte auch, ja komm, dein Fake, den kannst du vergessen, aber Pros, never fake und jetzt geht's rein in die 9. Runde und Alistair mit einem schönen offensiven Move. Am Matchmaking hättest du dafür definitiv ordentlich was auf die Socken im Teamspeak bekommen, jetzt geht's hier aber weiter, Alistair hat eine verrückte Position, wird aber von Isa gecheckt. Isa, once again, hier der Sieger gegen Alistair, sehr, sehr stark von ihm, hat aber viele HP-Punkte einbüßen müssen. Ja, dass er den Dink noch bekommen hat, ey, ist ja unfassbar. Also wirklich, was für eine geile Partie. Es ist wirklich so eine richtige Schlammschlacht, das ist richtig dreckig, da wird reingesifft, da werden wirklich ordentliche Shots ausgepackt und es macht gerade Spaß auf einer ganz anderen Ebene. Ja, kann ich mich nur absolut anschließen. Ich bin hier die ganze Zeit mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Und was war das letzte Runde? Ich komme immer noch nicht drauf klar. Lassen wir das kurz so stehen und fokussieren uns jetzt hier auf die 9. Runde. Wie gesagt, die City ist wieder mal in Unterzahl, weil Alistair da echt eine gute Position hatte. Aber Isa einfach zu stark im Moment. Und INS müsste jetzt hier 1-2 Kills machen, zusammen mit seinem Freund, mit Hetz. Der macht hier den ersten. Ja, weiter und kommt sogar raus. Er kommt sogar tatsächlich raus, bekommt nicht mal einen einzigen AP-Punkt abgezogen. Aber Alexi B. aufs Gesicht, ihn von der Seite, der Refrag ist da. Jetzt muss natürlich der Refrag zum Refrag kommen und er kommt. Und Zico mit der Position. Ah, Zico macht hier keinen Kill und das ist richtig bitter. Mantu frühstückt dann noch Malta ab. Also, ach, unlucky, bin ich fast schon versucht zu sagen. Unlucky, ja, auch der City-Vent-Spieler, der da etwas zu lange gebaitet hat, tradet dann nur 1 gegen 1 und das ist dann einfach zu wenig, wenn du sowieso schon im Nachteil bist. Leider Gottes habe ich keine Statistik am Start, aber ich würde gerne mal die Statistik von Mantu auf Nuke sehen. Das Ganze auch tatsächlich schon aus vergangenen Alternate-Attacks-Zeiten. Also er und Nuke, das funktioniert gut und ich weiß auch, als er zu OG gewechselt ist, war einer seiner ersten großen Matches auf Nuke gegen... Wo war es NIP? Ich bin mir nicht mehr sicher. Und auch da hat er schon abgeliefert. Gegen Big hat er abgeliefert. Heute liefert er auch wieder ab, als erstes mit Double Digits auf dem Server. Der zeigt auf Nuke wirklich immer eine gute Leistung. Ja, ich glaube, Nuke ist auch so eine Map. Wenn du dich da wohlfühlst, einfach auch was Steps etc. eingeht, dann kannst du da echt ein Feuerwerk abbrennen. Und ja, Mantu bestätigt das hier zum wiederholten Mal. Und jetzt sollen hier ein paar Smokes außen kommen, um sich dann Richtung Secret aufzumachen. Aber da steht schon Zico. Der sieht relativ gechillt aus, wenn man mal so in die Kamera guckt.
in die Gesichtskamera. Und trotzdem soll es hier, ja, man weiß es nicht genau, außen wurde jetzt erstmal von den Terroristen gut eingenommen. Die Gesichtskamera, damit haben wir es auch eingedeutscht, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und Alexi B., der ist schon mal, oh, was? Ey, Insta, beruhig dich, da ist eine Wand! Insta gibt einfach den Aimpunch, steht den Kopf durch die Wand. Und Walde hat hier ein perfektes Spray am Start, Doppel-Headshot von ihm. INS immerhin mit dem Headshot wird sofort getradet von Alexi B. und Manchu. Frühstück mal wieder den letzten Spieler ab. Ja, und OG jetzt doch durchaus besser am Start. Ich denke, das kann man so sagen. Ja, vor allen Dingen jetzt auch Renegades mit relativ wenig Geld. OG kann sich den achten Zähler sichern. 8 Terrorrunden sind schon stark und sie können das Ganze nochmal verbessern. Also gerade haben sie die Renegades wirklich an den Eiern. Und dann reflektieren wir und lassen auch nochmal Revue passieren. Inferno, das hätte man holen können bei den Australiern. Aber OG am Ende doch gerade nochmal ein Quäntchen besser. Inferno hätte man einfach holen müssen und auch da... Du erinnerst dich vielleicht an die Situation von Walde auf dem B-Spot, wo er den Triple K macht, das 3 gegen 1 klatscht und das war einfach der Game Changer, der Breaking Point meiner Meinung nach. Ja, und jetzt auf Nuke ist das Momentum so ein bisschen gebrochen, der Renegades. Alexi B wird hier aber gefunden, irgendwie durch die Smoke. Hat anscheinend Malta und Alistar zusammen das Köpfchen erblickt, man weiß es nicht genau, aber die Waffe geht in die Hände von Alistar. Ja, es ist bald Ostern und Alexi B hat dicke Eier hier, also die wurden auf jeden Fall gefunden in der Ecke. Siko wird aber jetzt nochmal von Walde rausgenommen und Issa im unteren Bereich muss diese Posi gut halten und das macht er. Issa mit starkem Aiming, jetzt 2. Kill für ihn. Sein Freund hilft ihm da noch ein bisschen aus, um ein bisschen was wegzutanken. Nee, Issa hat den Schaden selbst genommen und hat's. Jetzt hier ganz alleine gegen 2 Spieler. Keine Chance. Somit, ja, 8. Runde, du hast es angesprochen, für OG. Und die bauen ihren Vorsprung weiter aus. Immerhin, kleiner Wermutstropfen, endlich mal wieder Waffen für die Australier. Ja, Halbzeitführung ist damit klar. Und man kann sage und schreibe 12 Runden insgesamt natürlich für sich erschließen. Aber bis dahin muss man hier noch 4 weitere ausspielen. Renegades, wenn sie dann 7-8 draus machen, dann wäre es, sage ich mal, ja, hinblicklich auf ihrer letzten Terrorleistung, was wir ja eben schon angesprochen hatten gegen, was war es nochmal, Heroic, glaube ich. Ja, es sieht gerade nicht so gut aus. Es war gegen FunPlus Phoenix. So. Na, es sieht nicht gut aus. Also die Runde müssen sie jetzt eigentlich holen, um irgendwie noch eine Chance auf Nuke zu haben. Und ja, die OG spielt das jetzt mal etwas anders, sind vom Tempo runtergegangen, spielen das jetzt hier sehr, sehr langsam und Hetz findet aber hier den First Kill auf dieser Silo-Position auf A. Ja, die Pussy ist halt auch. Und man hat Manto vor allen Dingen rausgenommen. 11 Racks mittlerweile schon vorhanden bei ihm aus 11 gespielten Runden. Die 12. kann dann diese Statistik nicht mehr fortführen mit einem Frack pro Runde. Und Siko im Außenbereich, der wartet erstmal, ob ihm da was in die Flinte läuft. Ist er, verzögert es aber. Man hat gerade mehr Bock auf die Rampe bei OG. Was? Siko weiß ja Bescheid, okay, die AWP, Mantu ist erstmal rausgenommen, das heißt, er hat nicht ganz so viel Angst vor beispielsweise einem Silo-Spieler vor der AWP, kann er eigentlich etwas mehr machen, aber so richtig Bock hat er auch nicht, also hat sich da, glaube ich, etwas ängstlich zurückgezogen, wie ein kleiner Angsthase. Ja, da trotzdem hier Ostern, der Mann-Vorteil. Ne? Ja, genau. Trotzdem hier der Mann-Vorteil für die Renegades. Mal gucken, ob sie es jetzt hier in eine Runde ummünzen können oder nicht. Dicke Eier, Angsthase, Ostern. Da haben wir wirklich hier ein chaotisches Spiel. Das spiegelt sich auch auf dem Server wieder. Malta mit einem Sprüh, aber der sitzt auch nicht. Ja, trotzdem gutes Crossfire hier von den CTs. War er zu zweit auf Rampe und das hat sich dann letztendlich ausgezahlt. Nur noch Issa hier am Leben und der läuft in die AWP von Siko und er freut sich über einen AWP-Kill. Ja, nimmt man doch dankend an. Insbesondere auch diese Runde, wie gesagt, die war wirklich sehr, sehr wichtig für die Renegades. Vor allen Dingen Flawless Round tatsächlich. Flawless, nicht einen einzigen Spieler verloren und vor allen Dingen nur 32 HP bei Malta, wenn ich mich nicht täusche. Und sonst wäre es hier sogar eine Körbchenrunde gewesen. Was wolltest du gerade noch erwähnen? Das Doppel-AWP-Setup jetzt bei den CTs, ja. Siko und ich weiß gar nicht, wer die andere in der Hand hat, Malta tatsächlich. Gucken wir mal, ob das jetzt etwas besser klappt hier auf der CT-Seite mit der Doppel-AWP. Und anscheinend soll es schnell Richtung A gehen, weil da gibt ja schon wieder Vollgas in Events, hat ein paar HP-Punkte verloren, ist aber unten, das wird ihn erfreuen. Keine Ahnung, die haben entweder einen Butter- oder einen Seifensponsor bekommen, die sind da ja eingeölt wie Sau, die glitschen da jedes Mal in den Schacht hinunter und ziehen das Spiel von den Renegades unglaublich auseinander. Denn hast du einen Spieler unten im Schacht, hast du immer die große Gefahr, dass du natürlich von hinten gebacksteppt wirst und damit ist der Raum auch erstmal zu erschließen. Alles da auf 33, jetzt geht's ins 5 gegen 5. Ja, wichtig für die Terrors, dass sie so schnell, so früh dann auch Secret runter sind. Sind da, glaube ich, zu dritt am Start, weil die sehen wir hier nochmal im Vent. Und Alexi B, der chillt noch in der Lobby, der hält seinen Mates so ein bisschen den Rücken frei. Und Zico, der schwitzt jetzt hier.
Hat auch nicht die beste Waffe. Piekt ein 3 Gegner rein und macht nicht ein. Oh mein Gott, war es das jetzt hier schon wieder für die Renegades in dieser 13. Runde? Ich kann es nicht fassen. Die Antwort ist, glaube ich, ja, aber Inns lässt sich so viel Zeit. Guckt euch das an. Eine nimmt er mit, zwei nimmt er mit und zu wenig Druck! Das muss man koordinieren. Und dann wird Alexi B. von hinten auch nochmal fündig. Es ist Hetz alleine gegen 3. Oh nein. Ja, Inns braucht da einfach viel zu lange für den ersten Kill, für den Spraydown. Braucht irgendwie 6, 7 Bullets. Da noch kann er den zweiten noch low schießen, aber ja. Du hast es gesagt, der Rampenspieler hätte auch, der Rampenspieler hätte auch mit eingreifen müssen. Wurde dann natürlich von Alexi B. rausgenommen. Das Problem ist, die Molotow war das ungünstigste Timing für die Renegades, das es gibt. Aber man möchte es nochmal angehen. Man weiß, dass da zwei Spieler wahrscheinlich low HP sind. Oder man nimmt die Arme. Eigentlich hätte ich mir vorstellen können, dass Hatz dafür geht. Ich meine, sie haben erst 4 Runden. Das wäre jetzt die 9. Runde bereits für OG auf der Terrorseite auf Nuke. Ha, fragwürdige Entscheidung, Waldo und Issa ja auch low gewesen, aber tatsächlich, der gute Hatz nimmt die AWP mit, möchte sie speichern und da begrüßt ihn Walde mit der AK. Man muss sagen, die beiden Teams recht Timeout-geizig, also bisher relativ wenig Timeouts gesehen, overall, also gerade auf Inferno auch erst am Ende so 2, 3 Timeouts gezogen und hier bisher auch noch kein einziges, außer das Technische. Ich habe eben mitgezählt, 8 Schüsse hat er für den ersten Kill gebraucht, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist halt einfach zu viel, Venom, oder? Das ist eindeutig zu viel, aber geil, dass du das einfach so schnell mitzählen kannst. Ey. War ja eine Zeitlupe zum Glück. So, Walde, sieht er mal auf seiner beliebten Position. Und da wird jetzt hier durch die Smokespam, hätte ich gedacht. Aber ne, sieht davon ab. Issa hat schon den ersten USP-Headshot sich eingefangen. Kigas hat so ein Bullet-Abakus bei sich. Kann er immer, hat er 30 Kügelchen dran und dann kann er immer ganz schnell rübersliden. Ja, ich habe da eine sehr gute Fingerfähigkeit, habe ich mir sagen lassen. Das kommentiere ich nicht weiter. So, nächste Runde jetzt hier, Runde 14. Renegades immer noch nur 4 Runden. Ja, das ist einfach zu wenig auf der City-Seite. Mal gucken, ob sie jetzt hier zumindest die 5. noch kriegen können. Ah, es wird echt sauschwer. Die 5. die wird wirklich wichtig. Auf 6 kannst du eigentlich jetzt schon vergessen, es sei denn, Malta rastet komplett aus mit der P250 zusammen mit Inns. Aber... Okay, Alistair mit dem Ersten. Alistair mit dem Ersten durch die Wand und dadurch ist Lobby relativ offen. Eine Waffe gibt es auch noch on top. Die gönnt er sich direkt, hat er sogar Kevlar, der Alistair, als einziger bei den CTs. Und INS, der müsste hier einen Headshot finden, macht er trotzdem. Ja, den Doppelkill fertig, ist er immerhin, findet da die Waffe, kann den Headshot nicht mehr setzen, den 3. INS, aber hat seinen Job wirklich gut gemacht, nur noch Mantu auf 11 HP, was geht hier ab? Ja, was haben wir gesagt, die 5. Runde, ne? Ja, das ist selbstverständlich, dass man die hier nochmal abräumt, das ist typisch Counter-Strike und sowas kann auch psychologisch nochmal einen viel, viel größeren Faktor bringen als sogar die Rundenanzahl. Dann gewinnt man diese Runde, kann man auch ohne weiteres auf die 6. gehen und dann holst du wirklich nochmal psychologisch einiges raus. Wenn du dann die Pistole holst... ja, aber da sind wir schon wieder, da spinne ich jetzt schon wieder etwas zu weit. Und Mantu, ich weiß gar nicht, warum er jetzt safe, wenn wir uns das Geld angucken. Na gut, Nico ist auf 1000. Er will die Awe, glaube ich, nicht zu den Gegnern geben. Ja, genau, das ist der Faktor. Also sein eigenes Geld juckt ihn nicht, aber er will die Awe nicht abgeben. Aber ganz ehrlich, 3x AK und sie haben mehr als genug Geld, um sich noch sogar 2 AWPs dazu zu kaufen. Boah, das ist echt ein geiles Equipment für die Australier. Gut importiert. Schade, dass wir die Shots von... Na, hier sehen wir nochmal den Kill durch die Wand von Alistair. Schönes Brett da von ihm. Ich würde gerne nochmal die Kills von INS da auf dem B-Side sehen. Aber hier sind wir Malta mit der AK. Ja, das ging relativ zügig dann doch irgendwie, die Runde. Verrückt, dass man die so abgibt aus Sicht von OG, aber ja, so ist Counter-Strike halt manchmal. Und jetzt sehen wir hier schon die letzte Runde in der ersten Halbzeit. Ja, ganz kurze Rückfrage. 41, 40, 39, 38. Bist du ein bisschen vorne? Kann das sein? Ja, ich bin ein bisschen vorne. Ich bin bei 33 gerade. Okay, alles gut. Nee, dann passt. Jetzt passt es wieder. Ich wollte es nur, weil ich hatte gerade das Gefühl, wir müssen das nur zwischendurch mal checken, liebe Zuschauer, damit wir diese Technik natürlich auch das Feedback weitergeben können. Hier erstmal eine sehr gute Ausgangslage für die Renegades und dann so ein Timing-Pech für Alistair, Mann. Ja, immerhin nur noch 4 Terroristen am Leben, aber auch nur 3 Cities. Die haben voll AP, Walde und Issa hart angeschlagen und die müssen jetzt hier erstmal defensiv abaimen, haben nämlich die Kontrolle komplett über die Rampe verloren. Wir sehen es hier, Malta ist relativ weit und Siko, der müsste jetzt hier langsam aber sicher auch mal aufwachen auf Nuke, macht nicht sein allerbestes Spiel, hat 5 Kills, damit, ich glaube, Bottom Fragger auf dem gesamten Server. Ja, manchmal ist das halt so, aber als AWP-Spieler auf City willst du das eigentlich nicht sein, meiner Meinung nach.
Nee, keine Frage, ja. Und jetzt versucht man das Ganze so ein bisschen zu versauern, ein bisschen zu entschleunigen. Und Malta, Hetz und Siko, die wollen nur reagieren. Haben gar keine Lust, wirklich aktiv selbst was in die Hand zu nehmen. Und die Frage ist, hat OG auf dem Schirm, wo sich der Halle-Spieler befindet? Ja, Malta macht das hier gut. Gutes Timing erwischt, aber ein Spieler wartet ja noch auf ihn. Das ist Lisa, der fischt ihn weg. Hat's mit dem Doppelkill. Sehr, sehr stark von ihm. Ja, jetzt nur eine 1 gegen 2. Man weiß ganz genau, wo sich Hetz befindet. Jetzt geht's wirklich nur noch einzig und allein um den Individualskill. Den kann er differenziert rausnehmen, separieren. 12 HP. Oh Gott. War noch 6 Sekunden auf der Uhr. Ich weiß gar nicht, warum Hetz dann da irgendwie so komisch walkpeakt, ohne richtig das Crosshair nach links zu ziehen. Komische Entscheidung da von ihm und ja. Schwierig. Somit gewinnt hier die erste Halbzeit OG. Ich weiß gar nicht, wie war es jetzt am Ende? 10 zu 5. Aber es war trotzdem meines Erachtens ein unglaublich attraktives, aber auch versautes Spiel. Also wenn man da wirklich den Begriff siffig in den Mund nimmt, dann ist es nicht weit weg. Ja, Alexi B und Walde meiner Meinung nach hier auch wirklich ein gutes Spiel gemacht auf der Terrorseite, haben wirklich richtig hart Gas gegeben und ich glaube, jetzt gehen wir ganz kurz in die Werbung. Absolut richtig. Wir gehen in die Pause. Bis gleich in 2,5 Minuten. I just wanna give you all I can. There's something about you, baby, and I can't get enough. There's something that you give me, and I can't get enough. You don't need to tell me that you love me. Ladies and gentlemen! Willkommen zurück, ESL Pro League Season 13 und weiter an meiner Seite der gute Key Gast. Wir sind auf Nuke und wir geben auch weiterhin Gas. Ja, so sieht's aus. Schade, dass wir eventuell keine dritte Mirage sehen. Es sieht fast danach aus, als ob OG hier das Ganze machen wird. Starten ja jetzt auf der City-Seite. Es geht auch direkt los. City-Seite ja auf Nuke etwas favorisiert und sie haben bereits 10 Runden. Wende, was sagst du dazu? Ich sag dir die Quoten dazu. Renegades, 16,65er Quote und OG, die haben einfach eine 1er Quote. Also das lohnt sich jetzt ganz besonders darauf nochmal zu wetten. Ja, ich denke, die Quoten sprechen für sich. Alistair hier bereits aber mit dem Entry, also. Aha. Malta, auch nochmal.
Inselbegabung gezeigt, saustarkes Aiming. Ich hoffe, das Wortspiel kam an. Malta ist doch eine Insel, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich will mich jetzt nicht zu anflammieren. Was denn? Oh! Ist hier ein Rigtake? Oh mein Gott, was macht Easter denn nein! da? Völlig verrückt, was ist das nein! für ein Duell hier? Was machen die? Nee! Ey, Alter. Ich sehe die Worte. Wir auch, ganz ehrlich, da werden einfach die Quoten jetzt nochmal verdoppelt. Was hat denn Renegades? Also das, und das meine ich wirklich ernst, da zitiere ich Masterplay, war bewusst weggeworfen. Alter. Hä? Nee. Ich seh das an. Nee. Ja, also hat's. Den Frack muss er in 1000 Jahren machen. Ich weiß nicht, was da bei ihm los war. Und Isa in geisteskranker Manier springt er da einfach oben runter. Wir haben uns gerade noch etwas über die Inselbegabung unterhalten, beziehungsweise über den Start in Malta blamiert. Da wirft Hatz hier einfach die Runde weg. Sehr, sehr schade. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Egal ob Mallorca oder Malta, Hauptsache Dänemark. Also, rein geht's in die nächste Runde. Es ist wirklich, da muss man wirklich sagen, also wenn man sowas natürlich dann nicht holt, dann lässt man einfach auch zu viel liegen auf diesem internationalen Top-Niveau. Das darfst du einfach nicht liegen lassen. Der letzte Frag voll Issa war nochmal eine Glanzleistung, ne? Darf man auch nicht ihm absprechen, wie er ihn da wirklich hinter der Pommes noch auseinander inhaliert hat, gefühlt. Vor allen Dingen nach diesem chaotischen oder komischen Kampf da auf der A-Side dann nochmal zu sagen, okay, jetzt aber wieder clean und dann so einen schönen Headshot zu setzen. Ja, ist er echt stark unterwegs. Mal gucken, wie viele Frags hat er. Er hat auch schon wieder 17 Frags, Vanem. Was sagst du dazu? Ja, einfach stark. Einfach stark, muss man sagen. Mantu 12 Frags und insgesamt, es ist eine Teamleistung. Also bei OG ist es nicht, dass man heute das irgendwie... Klar, man kann es bei Issa schon sehr, sehr stark festmachen, aber insgesamt arbeitet einfach jeder auf dem Server hier zusammen und Mantu mit einem ganz wichtigen Entry. Mantu macht da den ersten Kill und ja, spielen hier wirklich, man sieht's, haben wirklich super krasse Crossfires am Start, OG. Und auch dieses Duell, ich hätte fast gesagt, gewinnt Walde. Mantu ist aber da, um sofort zu helfen. Und hier, als hätte OG auf dich gehört, das Teamplay nochmal wunderbar gezeigt hier auf Nuke, auf der City-Seite. Ja, und jetzt, wo du gerade Crossfire sagst, wenn du aus 1.6 Zeiten kommst, hast du auch jemals Half-Life gespielt, Half-Life Deathmatch? Nee, Half-Life tatsächlich nie. Da gab's immer nur 1.6. Da gab es die schöne Karte Crossfire. Könnt ihr mal einen Plus in den Chat schreiben, wer sich noch dran erinnern kann. Da konntest du auf so einen Knopf drücken und dann ist eine Atombombe auf der Map losgegangen und du musstest schnell in den Bunker rennen. Das war wirklich, das war eine geile Map damals. Okay, klingt erstmal sehr verrückt. Aber hier schon wieder Mantu mit dem Headshot. Aber Siko kann das ausgleichen, macht hier den Refrag 4 gegen 4. Und Alexi B müsste jetzt hier einen Kill machen. Seine Freunde kommen hier schon wieder aus der Main zur Hilfe. Aber Alexi B macht das einfach im Alleingang. Ja, Alexi B hat einfach da wirklich den größeren Bizeps im Augenblick. Hier hätte man wirklich nochmal verlieren können, aber die Shots von Hetz wollten gerade nicht sitzen. Malta, letzter Belebender, 1 gegen 3. Auch das ist möglich, aber sehr schwer, auch wenn er eine sehr schöne Deagle dabei hat. Ja, tatsächlich ein paar Plusse im Chat sind zu sehen. Und zwar von Oku87 und Wikinger 1991. Also... ich will jetzt nicht sagen, ein paar ältere Gesellen, aber man kann sich schon vorstellen, dass die beiden Jungs knapp 30 oder über 30 sogar sind. Dementsprechend wird es auch passen, dass das Warfare zu ihm passt. Nico macht hier den letzten Kill, 13 zu 5, bereits für OG. Ja. Es macht es nicht leichter für die Australier. 87er Jahrgang kann ich sogar relaten, bin ich auch tatsächlich entweder 33 oder, wenn er schon in den ersten Monaten Geburtstag hatte, 34 Jahre alt. Und ja, wir werden jetzt reinblicken in die Runde Nummer 19. Ganz ehrlich, also man versucht ja immer so ein bisschen Spannung aufzubauen. Wenn Renegades diese Runde jetzt hier nicht gewinnen kann, dann ist das Ding vom Tisch. Da lege ich mich fest, das wird schwer. Na, es wird auch so extrem schwer. Guck mal. Wie anders hier die Renegades das spielen, die geben überhaupt nicht viel Gas. Also die warten hier wirklich ab, versuchen irgendwie ein bisschen Damage durch die gute alte Pommesbude zu machen. Aber da wird keiner getroffen von INS. Ja, anstatt halt auch mal aufs Gas zu treten, haben sie anscheinend wirklich gerade nicht mehr diese Confidence. Ich meine, die Smoke liegt da perfekt, als dass man da mal in den Vent reinhüpfen könnte. Machen sie aber nicht. Ja, blicken wir mal drauf, ob man jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Zeit schon wieder in Anspruch genommen hat. Sowas kann sich am Ende rächen, wenn man dann den Execute nicht mehr zeittechnisch mit Puffer starten kann. Aber jetzt wird nochmal im Außenbereich ein bisschen, ich dachte erst gefaked, nein, man möchte es wirklich anspielen. Also sehr, sehr chaotisch, aber jetzt geht es scheinbar doch über den Außenbereich in den Halle-Split.
Immer noch eine 5 gegen 5 Situation und die Flashbang war perfekt. Doppelkill für die Cities, aber... Oh, Mantu schon wieder mit dem Doppelkill. Ich kann es nicht fassen. Also, du hast es angesprochen, Mantu super stark auf Nuke, aber Malta findet einen Freekill. Das sind so die Flashbacks, das hat er auch gegen Big immer wieder. Er hat so ein, er hat genau sowas, Mann. Der hat einfach ein Gefühl, wann er re-aggressen kann. Mantu, meine Güte! Bist du eine geile Sau! 4 Dinger in dieser Runde. Und damit, What? Ganz ehrlich, ist Renegades geschlagen. Ja, ich denke, da können wir uns festlegen. Hier sehen wir nochmal die Kills. Erster, er spielt da auch wirklich mit der Smoke. Guck mal, er wird gar nicht angegangen. Hier nochmal dieser starke Flick und dann der Quad-Kill hier oben auf dem Silo. Macht die Runde fast im Alleingang. Hat sich jetzt auch vor Issa geschoben, was die Kills angeht. Mantu wirklich absolut on fire. Dementsprechend führt OG, kann man auch, denke ich, so sagen, zu Recht hier 14 zu 5 auf Nuke. Ja, und Zico, der ist schon verzweiflungstat. Der ist mitten in der Halle, wird aber auch schon wieder weggesprüht. Trotzdem, oh, immer noch Vorteil für Renegades. Ja, Hatz macht hier den Doppelkill und Malta auch einen weiteren. Somit Mantu und Issa hier noch am Start, die beiden Top-Fragger. Und guckt dir das an. Gehen die da instant-saven? Ich kann es mir kaum vorstellen. Nein, Mantu will einfach hier eine Support-Flash für Issa schmeißen. Die gehen sogar schon pre-Bomb-Plant retaken. Das ist eine bodenlose Frechheit. Hat der E-Granate nochmal unten auf den Schädel gezimmert. Alistar verliert nur 19 HP. Ja, das war jetzt wirklich sehr optimistisch von OG gedacht. Das war die Definition von optimistisch, was Issa da versucht hat. Und ich denke, Mantu wird hier versuchen, die Waffe zu saven. Ich meine, es macht absolut Sinn. Sie haben so viel Runden, mit denen sie spielen können. Und ja, nächste Runde könnte man eventuell sogar dazu kaufen oder dann halt auch Eco. Und es ist letztlich fast schon egal, wie man sich da entscheidet. Gucken wir mal, ob Mantu hier noch irgendwas machen kann. Die Bombe liegt immer noch nicht. Wahrscheinlich wollen sie sogar die Waffe rausnehmen, aber ich denke, klar, wenn er die Waffe durchbringt, dann hat er selber natürlich auch nochmal ein bisschen Geld oben drauf bekommen, hat 4K, kann eine ablegen. Das heißt, Walde oder Alexi B. müssten sich auf SMGs, Deagles oder was auch immer reduzieren und dann sollte ein Equipment nichts im Wege stehen. Sollte man die dann aber auch wiederum verlieren, dann hat Renegades endlich mal wieder Zeit, sich so ein bisschen zu erholen, Rehabilitationsphase einzugehen, aber auf der falschen Pferd. Ja, können jetzt hier so ein bisschen genießen, dass sie endlich mal wieder eine Runde gewonnen haben, indem sie hier noch versuchen, den letzten Spieler Mantu zu hunten. Aber so richtig hunten wollen sie dann doch nicht, wissen um sein starkes Aiming, wissen um die starke AWP von ihm. Deswegen versuchen sie gar nicht erst Richtung CT zu checken, wo es ja wahrscheinlich ist, dass sich so ein AWP-Spieler aufhalten könnte. So, also... Es ist die eine Runde mehr für die Renegades. Es ist der 6. Zähler. Aber ehrlich gesagt, und das aus meiner jahrelangen Expertise, Double Digits wäre hier schon schmeichelhaft, wenn wir zumindest die letzten 20 Runden Revue passieren lassen. Denn OG einfach unfassbar stark. Sie kaufen auch nach. Und wer ist es mit keiner Waffe? Es ist Alexi B. Sehr uneigennützig. Ja, uneigennützig von ihm, hat auch volles Equipment am Start, im Gegensatz zum Rest seines Teams. Die haben ja gar nicht mal so viel, weil du beispielsweise 0 Granaten, auch interessant, und die AUG ist da hier schon wieder relativ weit außen am Start. Ja, und da versucht man es mit den Granaten selbst natürlich zu reaggressen. Man rechnet damit, dass man was Offensives hier spielt. Und da hat Renegades scheinbar auch ihre Hausaufgaben gemacht. Also man hat ja so, ich sag mal, jeder hat so ein bisschen sein Wasserzeichen im Spiel. Und manche Dinge, die rufst du fast in jedem Match ab. Und wenn du dann einen guten Analysten hast oder eine gute Vorbereitung, dann weißt du zum Beispiel, okay, bei so einem Force-Buy, wo es so wichtig wird, da spielen sie gerne offensiv außen an. Und das könnte man dann gegebenenfalls antizipieren. Ja, Mantu once again mit dem Opening Frag. Auf seiner City-Seite. Nico ist jetzt hier irgendwie schon in Lobby reingekommen. Auch relativ ungewöhnlich, sage ich mal. Und die Tees haben es anscheinend überhaupt nicht auf dem Schirm. Ah, da ist er ein bisschen nervös geworden, wollte das Ganze runtersprayen. War gar nicht notwendig. Trotzdem Überzahlsituation OG, aber noch keine, die wirklich Renegades da schon komplett in die Schranken weist. Wenn sie jetzt einen Gratis-Track kriegen, ist alles drin. Na, Runde ist hier noch offen, 4 gegen 4 Situation, du hast es eben gesagt, Mantu steht hier aber an der Aquarium-Position. Da hat mal kurz was reingekickt, bei mir aber Lexi B macht mit der angesprochenen P250 den Kill gegen Alistar, aber hat's wieder mit dem Refrag. Und das war fahrlässig, dass man da wirklich dieses Garagentor nicht noch checkt. Hatz hat natürlich jetzt den Raum für sich erschließen können, drängt da Mantu erstmal zurück, aber Mantu, der ist wie eine Wespe, der schwirrt immer wieder ans Puddingteilchen. Macht hier schon wieder den Kill. INS hier aber mit einem sehr guten Movement, aber auch bei ihm irgendwie eine Nervosität, schießt sofort auf den Kopf, obwohl Mantu überhaupt nicht mal in die Nähe von ihm guckt. Da hätte er sich eventuell mehr Zeit lassen können, aber ich sehe es gerade, 6 Sekunden hat er hier noch, ja, um die Bombe zu planten.
Genau, das, und da luchst mal eben Walde aus der Tür raus. Da ist die Arschkarte, da kannst du nichts mehr machen, weil man hat in diesem Augenblick natürlich die Gewissheit, ich kann aus der Tür einfach heraustreten, selbst wenn er dann nochmal abbrechen muss, mein Mate ist auch in der Nähe, der kann dann den Refrag machen, also es ist da wirklich ganz, ganz bitter, hat man zu wenig Zeit am Ende übrig gehabt und musste zu offen planten. 15 zu 6 und ich würde mich jetzt mal so leicht aus dem Fenster lehnen, ich denke OG hat hier den Vorteil, lieber Kigas. Ja, da kann ich nichts entgegensetzen. Nico versucht es ja nochmal mit einer verrückten Autoshot, die, wenn mich nicht alles täuscht. Mal gucken, wie er die einzusetzen wird. Vorhin hat das irgendwie in Lobby geschafft. Wenn er da in der Lobby diese Autoshotgun am Start hat, dann kann es brutal werden. Gucken wir mal, jetzt überhaupt kein Equipment bei den Terrors. Haben immerhin, naja, 3 Smokes, ein paar Flashes, aber das war's dann auch. Gucken wir mal, ob Alistair hier mit seiner Mac-10 was machen kann und ob der vorgeschickt wird. Ja, die XM zu 90% der Fällen spielt man sie auf der Pommes oder in der Pommes. Hatten ja eben auch dieses gute Double-Setup, wo man dann wirklich den Spot noch clean halten konnte. Selbst mit der XM hat die Zeit oder hat die Distanz da wirklich gereicht. Aber jetzt, wenn man im Außenbereich runter ist, wird sie natürlich immer weniger stark. Oh, und da hat sich Mantubas getraut. INS, macht er den Headshot gegen Mantu? Das war extremst wichtig, um hier irgendeine Chance auch in der Runde zu haben. War auf einmal die Smoke weg und dann jeglicher Schutz verloren gegangen. Mal gucken, was die CTs jetzt machen, um das Ganze hier wieder so zu drehen, dass es für sie gut ausgehen könnte. Gucken wir mal. Hatz hat ja aber schon relativ viel Information auch außen. Aber guck mal, die CTs haben das natürlich auf dem Schirm. Ja, die sind nicht auf den Kopf gefallen und Issa zusammen mit Nico halten das super stark. Und Inz ist aber nochmal da. Siko auch mit dem Bewusstsein, dass sich Issa dabei findet. Aber die Zeit ist schon wieder am Ticken. 25 Sekunden nur noch. 25 Sekunden eben schon. Habe ich die Zeit aus den Augen verloren. Bin schon wieder. Aber Alexi Bini macht den ersten Kill, macht den zweiten nicht ganz. Sofort das zweite da mit dem Respekt und finisht das Ganze hier. GG, well played. OG gewinnt 16 zu 6 auf 5. 16 zu 6 und das war wirklich eine erfrischende Position. Refreshing Taste for the Win. Warsteiner, wollen wir auch nochmal Danke sagen, denn wir werden jetzt gleich eine längere Pause haben. Genauso wie GG Bets, verdoppelt deinen Gewinn mit Code 2x oder 2x Wins. Es war wirklich eine krasse Partie. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht.